Und über die Schnakenblage sprechen wir jetzt mit Dirk Reichle von CAPS, der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Herr Reichle, wir haben es gerade gehört, also Sie mussten bedingt durch das Hochwasser eine Zwangspause einlegen. Heißt das, in der Zwischenzeit konnten sich da die Schnaken wunderbar entwickeln? Nein, das ist nicht ganz richtig. Also wir haben keine Zwangspause eingelegt, sondern wir haben im Prinzip eigentlich seit Anfang Mai, da ging es los mit der ersten Hochwasserspitze, ununterbrochen bis jetzt. Also aktuell ist wieder eine kleine Hochwasserspitze da. Wir haben also 7 Hochwasserspitzen bis Mitte Juli sehr erfolgreich bekämpft. Die 8. Spitze war das Problem insofern, dass man, es war eine kurze Spitze vorgelagert. 2 Tage später kam dann nochmal das Maximum. Etwa einen Meter höher als die Spitze davor und die Flächen waren bis an den Hauptdamm im Prinzip geflutet. Wir kamen in die Flächen nicht rein, um sie zu kontrollieren und entsprechend auch die Larvendichten festzustellen. Und das Problem war dann im Prinzip, dass es dann gleichzeitig heiß wurde. Heiß heißt, die Larven entwickeln sich schneller als bei kühleren Temperaturen. Und der Reinpegel ist sehr, sehr langsam zurückgegangen. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir dann eben in die Außendeichflächen reinkamen, um die Flächen zu kontrollieren, waren die Larven in der Regel schon nahezu überall verpuppt. Was wir gemacht haben, kontinuierlich in der ganzen Zeit, war im Prinzip die Druckwasserflächen landseits des Hauptdamms, die es auch seit Wochen eben sich immer größer geworden sind und auch massiven Besatz aufgewiesen haben. Die haben wir natürlich bekämpft, da wo wir hinkamen, sowohl per Hubschrauber als auch zu Fuß. Aber in den Außendeichflächen war es in vielen Bereichen einfach zu spät. Aber wie geht das jetzt weiter? Also jetzt haben wir ja auch weiter anhaltenden Regen, feuchtes Klima, was die ja lieben. Also ist da zu erwarten, dass da noch mehr schlüpfen? Also aktuell weniger, weil die Flächen sind immer noch im Prinzip hochgradig überflutet. In einigen Bereichen sind einige Gebiete wiederum nicht zugänglich, weil der Rheinpegel jetzt wieder 50 Zentimeter gestiegen ist. Aber wir machen einfach so lange weiter. Also das heißt, wir machen unseren Job. Das heißt, wir gehen raus in die Gebiete, kontrollieren und sofern es nötig ist, zu bekämpfen, werden wir das tun. Was sagen Sie denn unseren Zuschauern, die vielleicht auch Schnaken mal daheim auf der Terrasse haben? Wie kann man sich am besten schützen? Ja, momentan, also gegen die Mücken, die in der Luft sind, kann man wenig machen. Also das Einzige, was letztendlich aus meiner Erfahrung hilft, sind klassische Repellents, die man eben anwenden kann, die auch einen wirklichen Schutz bieten und angemessene Kleidung, also wenn man sich draußen in den Rheinauen bewegt. Also das heißt, eine dünne, luftige, aber langärmliche Kleidung ist mit Sicherheit sehr hilfreich aktuell. Dirk Reichle, ich danke Ihnen für das Interview. Ja, gerne.